Meine Reise in den Senegal hatte vor allem zwei Schwerpunkte: Ernährungssicherheit und Bildung und Ausbildung, um vor allem den Menschen hier im Senegal eine Perspektive für die Zukunft zu geben. Wir arbeiten hier zusammen mit dem Maschinenring, mit dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft und unter anderem arbeiten auch die Hochschulen zusammen, um in diesen Themenfeldern weiter voranzukommen. Ich konnte auch dem Präsidenten Sall die Zusicherung geben, dass wir weiterhin von Bayern Senegal unterstützen.